Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Mein Name ist Questmaster Ike und ihr seht, ich habe einige Probleme mit diesem Tempel. Warum kann ich euch definitiv nicht erklären? Sehr gut. Ein bisschen Magie, ist immer gut. Ich muss den Penner loswerden. Der Penner muss sterben. Ich habe einen Feuerball mit einem normalen Pfeil abgewehrt. Das fand ich gerade cool. Ich weiß auch nicht, wie ihr es fand, aber ich fand es mega cool. So. Ich hätte gerne große Magieleiste. Gebe ich gerade ehrlich zu. Ich hoffe, ich schaff's da hoch. Gott, bin ich langsam. Verdammt, das war nicht gerade das, was ich wollte. Okay, cool. Die Dinger sterben direkt. Okay. I can kill you. When I see you, I can kill you. No. Mein Gott. Wisst ihr was? Ich schaff's auch so. Glaube ich. Mist. Achso, doch, hierher muss ich sogar. Oh mein Gott, endlich. Oh. Ja, mit einer großen Magieleiste wäre der Tempel, glaube ich, etwas entspannt. Achso, hier bin ich. Hier bin ich jetzt. Oh, und damit haben wir, glaube ich, auch schon fast die Hälfte vom Tempel hier wieder... Naja, das wird schon reichen. Fast die Hälfte vom Tempel wieder fertig. Ich muss... Ah, naja, okay, gut. Das ist dann doch anders gemeint, dass man da mit fetten Schuhen drauf geht. Okay, mach mal Suicide und spring einfach runter. Mist, hier braucht man... Ah, Mist, ey. Hier braucht man noch einen Schlüssel. Zum Glück ist hier eine Tür, die ich so aufbekomme. Kann ich die Dinger so zerschlagen? Warum bewegen sich die Dinger? Das finde ich gerade etwas creepy. Ah. Moment. So. Shit. Oh. Okay. Oh, ich erinnere mich. So ein blödes Rätsel. Das ist nicht wirklich ein Rätsel unbedingt, aber das nervt. Das nervt mich ziemlich viel in diesem Tempel, stelle ich gerade so fest. Ah, shit. Das hier, das muss auch noch gezogen werden. Ich meine, ich bin ja so stark, dass ich alles ziehen kann in diesem Tempel. Theoretisch soll es zumindest so sein, dank der Kraftarmbänder, die ich hier aber eigentlich für einen anderen Tempel bekommen habe. So. Und jetzt muss nur noch das Ding hier bis... Ja, ich gehe aber mal auf die Knie und tue hier die ganze Zeit mich rumrollen. Ich hoffe, das hier ist so.
So, ich bin auf jeden Fall mal raus. Und das hier sieht aus wie ein Schlüssel. Das ist ein Schlüssel. Okay, gut, ich dachte, ich muss jetzt wieder den ganzen Weg da unten durch. Hätte ich dann nicht gemacht. Ich hätte versucht, mich oben auf eben die Kiste zu stellen und dann einfach mit dem Blatt rüber zu springen. Und höchstwahrscheinlich, ja, das hier ist der Miniboss. Da erhalten wir jetzt auch endlich unser Item. Aha. Derweil lade ich auch gerade, glaube ich, 8 Assassin's Creed Videos hoch. Und eben auch die nächsten 3 der Legend of Zelda Episoden für nächste Woche. Verdammt! Gott, ich muss ja jetzt auch... Alles. Fuck, ist das ein Lord. Nee, den kann ich nicht hier. Hat er gerade noch einen beschworen? Verdammt, ich wollte ihn eigentlich mal mit einer Sprungattacke bekommen. Weil das ist nämlich doch einiges. Wie habe ich das gerade eben überlebt? Mist. Ritterwappen, das gibt's auch noch. Das brauche ich. Problem ist, ich sollte mir den... Oh, ich glaube, der ist tot. Da oben ist... Der ist natürlich super easy eigentlich, der Typ. Im Grunde muss man... Oh, okay, gut. Ich kann ihn gleich zweimal treffen. Das ist eigentlich super easy gewesen. Wesentlich einfacher als eben der Trick mit dem Vorgegner vom C4-Tempel, Terra-Tempel. Ich meine, da muss man auch erstmal drauf kommen. Ich meine, das sind normale Gegner. Ich glaube, auch der hier wird irgendwann dann als normaler Gegner auftauchen. Und damit erhält man auch den Enterhaken endlich. Ich verwechsel immer Fanghaken mit Enterhaken. In Ocarina of Time war es noch viel schlimmer, weil ja der Enterhaken dann, glaube ich, ein Upgrade war zum Fanghaken. Glaub mal, ich komme da nicht mehr mit zurecht. Und das hier ist so ziemlich eines der coolsten Items, die es natürlich immer in The Legend of Zelda gibt. Natürlich, hier ist er mit diesem komischen, Getriebe-Sound. Ist das natürlich nicht mehr so cool, aber es ist einfach ein geiles Item und es passt einfach zu The Legend of Zelda. Es ist schon immer in The Legend of Zelda drin und es wird, glaube ich, auch immer in The Legend of Zelda bleiben. Soweit kann ich das, glaube ich, sagen wir, bestätigen und behaupten. So. Interessant wäre es, ob der Items von den Gegnern auch gleichzeitig wegnimmt oder auch Schaden macht. Oh, aber nee, er zieht es auf jeden Fall zu mal hier und tut es noch entblättern. Aber ich brauche ein paar mehr... Ich brauche einfach ein paar mehr Goldfedern. Die ich einfach auch von den Dingern bekomme. Mist. Mist, 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 Mist. So, beide Türen hatte ich schon offen. Hier. Und so darf ich mir jetzt den ganzen Weg da hocharbeiten. Das ist ziemlich mühsam und ich hoffe auch dann irgendwann das dann so machen zu können, dass ich einfach hochfliegen kann. Das wär's mal. Okay, ich hätte gern mal in einem 3D Legend of Zelda einfach den... Oh Gott, ist der kurz. That's what she said. That's what she said. Ja, ich bin so witzig. Komm her, du kleines Ding. Was sind das da drüben? Das da drüben ist, glaube ich, interessant. Gucken wir doch mal. Eigentlich sollte ich es schaffen.
Oh, zum Glück, ich hab kurz vorm Rüberfliegen habe ich nochmal meine Magie gecheckt und dachte so, fuck, es ist zu spät, um irgendwas noch zu tun. Wenn ich jetzt keine magische Energie mehr gehabt hätte, hätte ich wieder von ganz unten alles machen dürfen. Und darauf war ich natürlich nicht scharf. Wir erhalten den Kompass, jetzt wissen wir auch endlich, wo unser Kompagnon ist. Und dementsprechend auch, wie wir hier weiterkommen. So, jetzt brauche ich aber dennoch meinen Enterhaken wieder. Ich muss nämlich... Ich muss einfach darüber kommen. So. Und ich hoffe, ich schaffe es. Ich hatte kurz Angst. Was ihr an meinem kleinen quietschigen Sound gehört habt, dass ich Angst hatte. Gott, das ist aber lästig. Das muss ich mir später mal in der Aufnahme angucken, wie viele Minuten ich überhaupt gebraucht habe, hier hochzukommen. Das ist ja mal nur lästig. Okay, gut, ich kann den ganzen Tag über diesen Tempel lästern und mich aufregen. Ich gebe auch zu, ich hatte wesentlich mehr Lust, in den Terra-Tempel zu gehen. Auch wenn ich das Item hier, den Enterhaken, einfach wesentlich nützlicher fand. Und auch genau wusste, dass ich den für einige, Scheiße, oh Gott, eben hatte ich Angst. Scheiße, eben hatte ich Angst, dass ich, nicht, richtig stand und, dass ich einfach jetzt runterfalle. Oh. Okay, das war ein kleiner Fail, aber wir waren so schwer wie der Dekobaum. Und es geht wahrscheinlich wieder ein Glücksamulett. Oh, scheiße, ey, leck mich, Glücksamulette. Ich brauche keine mehr. Oh, Glücksamulette. Hey, Makaro, du bist wieder frei. Da drüben, wenn ich mich nicht irre, ist die Statue, die Tingle-Statue, ja, meine ich. Ich glaube, die Tingle-Statue ist da unten. Und ich... bin mir anhand gerade nichts. Es gibt mehrere Wege, wo ich hin muss, kann, soll. Hoch komme ich nicht mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesen Move machen muss. Und eben mit Makorus. Keine Ahnung, muss ich hier unten die Bäume pflanzen? Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Wow, echt jetzt? Okay. Okay, das Ding hat es jetzt verdient zu sterben. Und zwar aus nächster Nähe. So, da war ich richtig. So, jetzt muss ich aber nochmal diesen Scheiß spielen. Yay, gehen aber noch mal ein paar Minuten im Let's Play drauf, weil ich aber dieses scheiß Lied spielen muss. Es regt mich auf. Es regt mich richtig hart auf. Blablabla. Weil ich habe nämlich Hoffnung, wenn ich das Ding hier gemacht habe, dass dann der Propeller hier unten angeht. Und eben, dass dieser Propeller den Wind macht, dass ich ganz nach oben komme. Ja, Link verreckt jetzt. Sorry, Link. Und jetzt gibt es noch eine Option, die ich machen kann. Geht das denn wieder? Ah ja. So. Okay, ich muss... Lass mich kurz gucken. Also, Link muss später nach links. Mit Markus muss ich nach rechts. Da muss es weitergehen, auch wenn da jetzt nur eine Kiste ist. Aber ich glaube, diese Kiste ist entsprechend wichtig, weil die einfach versperrt ist mit so einem Tempel oder mit so einem Dingens. Dementsprechend muss ich da hin. Links kann ich mit Link allein hoch. Unten ist der... Hä, Moment. Jetzt bin ich verwirrt. Wieso ist unten der Endboss? Wo soll da der Endboss sein? Ich war doch jetzt gerade im Bein.
Tür. Okay, das muss ich mal irgendwann bei Zeiten nochmal angucken. Ich wollte gar nicht so hoch. Scheiße! Da, 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 da. Nach links muss ich. Nach links. Markus, mach irgendwas! Du backst zu sehr rum. Was zur Hölle ist denn das? Muss ich halt nochmal spielen. Oh. Allerdings würde ich sagen, reicht's für diese Episode. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Hinterlasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann Abo! Oh my fucking gosh! Bis dann. See ya.